Wir haben doch das Privileg, in unseren Demokratien wirklich sagen zu können, was wir wollen. Also kommt eine gewisse Pflicht dadurch, das zu tun. Es gibt einen Raum dieser Ausstellung, der sich explizit mit den Themen von Krieg, Flucht und Vertreibung auseinandersetzt. Das regt mich immer wieder auf, wenn ich etwas lese oder sehe, dass das betrifft, diese Abschottung von Europa gegenüber Leuten, die hierher kommen wollen. Und da brauche ich ja nicht viel zu erzählen, das geht um die Situation im Moment. Ihr Werk hat eine enorme Brisanz gewonnen in Zeiten von erneut aufkommendem Nationalismus. Ich schäme mich zu Tode. Ich schäme mich zu Tode, dass unsere saturierten Gesellschaften, denen es ja im Grunde genommen sehr gut geht im Verhältnis zu anderen, einfach nicht fähig sind, Leute aufzunehmen. Atombomben sind schön und schrecklich gleichzeitig, das ist klar. Bei den Atombomben geht es natürlich um den Ost-West-Konflikt, dass einerseits eine virtuose Malerei den Betrachter anzieht und zugleich verbindet sie das mit radikalen Bildinhalten. Und als Kind schaut man drauf und sagt, oh, so toll, was ist das für ein Bild? Oder? Das finde ich ein interessanter Moment, den wir in der Kunst unbedingt brauchen müssen. Miriam Kahn ist seit Anbeginn ihres künstlerischen Arbeitens eine sehr politische Künstlerin auch gewesen. Die Kunst funktioniert so. Du bist einerseits privat und persönlich und andererseits politisch. Und wenn es umstritten ist, ist es halt umstritten, da wird darüber diskutiert. Es muss aber gezeigt werden, weil sonst schneiden wir ins eigene Fleisch. Sonst ist das nicht mehr die Freiheit, die die Demokratie garantiert. Da bin ich irgendwie stur und da bleibe ich auch stur.